Schon einige Zeit vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa stellten sich die alliierten Großmächte die Frage, wie es mit Deutschland nach dem Krieg weitergehen solle. Innerhalb der US-Regierung unter Präsident Franklin D. Roosevelt gab es hierzu unterschiedliche Ansichten. Der damalige Finanzminister Henry Morgenthau Jr., der ein Vertreter einer harten Linie gegen Deutschland war, erarbeitete im Laufe des Jahres 1944 ein Memorandum, den sogenannten Morgenthau-Plan. Auch wenn dieser Plan nie umgesetzt worden ist, erlangte er doch eine größere Bekanntheit und so wollen wir uns in diesem Video einmal mit diesem Morgenthau-Plan des Jahres 1944 auseinandersetzen und das will ich vor allen Dingen auf inhaltlicher Ebene tun. Ich will euch nämlich den Inhalt des Morgenthau-Plans in diesem Video vorstellen. Ich möchte dann ganz am Ende dieses Videos aber auch kurz darauf eingehen, wie dieser Morgenthau-Plan überhaupt vom Präsidenten Roosevelt aufgenommen worden ist. Dies vorangestellt, können wir also mit dem Inhalt des Morgenthau-Plans beginnen und der gesamte Morgenthau-Plan besteht aus insgesamt 14 Punkten, die wir jetzt auch alle nacheinander abarbeiten werden, die wir uns also jetzt im Folgenden anschauen werden. Ich möchte, bevor ich allerdings zum ersten Punkt etwas sagen werde, kurz etwas zum Layout loswerden. Und zwar findet ihr nämlich auf einigen Folien unten einen grauen Kasten. Ich hoffe, er sieht auch grau aus bei dieser Aufnahme. Und in diesem Kasten findet ihr englische Originalzitate, die aus diesem Originaldokument des Morgenthau-Plans stammen. Zum Beispiel auf dieser Folie ist es so, dass alles, was zum ersten Punkt genannt ist, hier unten zitiert ist. Nun ist es aber so, es gibt auch zu manchen Punkten sehr viel, was Morgenthau dazu schreibt. Und wenn ich dann also etwas aus diesen Punkten zitiere, dann ist das so, dass das immer nur ein für mich prägnantes Zitat ist, das nochmal eine Aussage besonders unterstreichen soll. Also ihr könnt unten immer wieder also mal in Originalzitaten nachlesen, was Morgenthau zu diesen Punkten geschrieben hat. Ihr könnt aber auch, wenn ihr einmal das gesamte Dokument sehen wollt, danach suchen. Das ist online verfügbar. Gut. Fangen wir also an. Der erste Punkt betrifft die Demilitarisierung Deutschlands und Morgenthau schreibt dazu Folgendes. Diese Demilitarisierung habe so schnell wie möglich nach der Kapitulation Deutschlands zu erfolgen. Und zwar soll zum einen die gesamte Armee entwaffnet werden und zum anderen sollen aber auch die Privatpersonen in Deutschland entwaffnet werden. Zugleich sollen auch alle Kriegsmaterialien zerstört werden. Und dann ist es auch so, dass einige Industriezweige gänzlich zerstört werden sollen. Das betrifft zum einen die Waffenindustrie, aber dann auch all jene Industrien, die zur militärischen Stärke führen. Und das betrifft nun tatsächlich einige sehr wichtige Industrien, denn wenn man zum Beispiel einmal an die Metallverarbeitung denkt, dann kann man natürlich argumentieren, die kann ja im Kriegsfall dazu genutzt werden, um Waffen herzustellen. Und demzufolge wäre also die metallverarbeitende Industrie ein Bereich, ein Industriezweig, der gänzlich zerstört werden solle und den Deutschland auch nicht wieder bekommen dürfte. Letztendlich kann man also vereinfacht sagen, Morgenthau schwebt eine Vision eines Agrarlandes Deutschland vor, das also dann nicht mehr Krieg führen könne. Das ist ja auch etwas, was Morgenthau im Plan selbst sagt. Deutschland soll nicht mehr in der Lage sein, einen Krieg zu führen, einen Krieg auslösen zu können. So viel also mal zum Punkt der Demilitarisierung Deutschlands. Gehen wir weiter zum zweiten Punkt und den kann man umschreiben mit Teilung Deutschlands. Man könnte aber auch sagen, es sind einfach territoriale Bestimmungen. Und zwar stellt sich Morgenthau die Frage, was soll eigentlich aus diesem Staatsgebiet Deutschland werden? Und da gibt es jetzt verschiedene Dinge, die passieren sollen. Es gibt zum einen Gebiete, die an einzelne Staaten fallen sollen. Zum Beispiel sehen wir hier einen Teil Ostpreußens, der an die Sowjetunion fallen solle. Der andere, der größere Teil Ostpreußens, soll an das neu entstehende Polen fallen, genauso wie Oberschlesien. Und dann hat man noch das Saarland und das Saargebiet, das gänzlich an Frankreich fallen solle. Dann gibt es aber auch noch hier im Westen eine sehr große Zone, und zwar die internationale Zone. Und die liegt nicht ohne Grund einfach so im Westen, denn hier im Westen liegt ja das Ruhrgebiet und das war sozusagen die wirtschaftliche Herzkammer Deutschlands. Aufgrund der Minen waren eben die Rohstoffe auch für die Waffenindustrie dort zu finden und dieses Gebiet soll nach Morgenthau auch nicht wieder an Deutschland an sich fallen, sondern das soll eine internationale Zone werden und die Verwaltung dieser internationalen Zone soll der UN zufallen. Beim restlichen Gebiet ist es dann so, dass zwei deutsche Staaten entstehen sollen, ein hier in Rot gefärbtes Norddeutschland
und ein in blau gefärbtes Süddeutschland. Also nicht nur eine Demilitarisierung Deutschlands soll durchgeführt werden, sondern der Rest von dem Gebiet, das dann noch Deutschland sein soll, das soll dann auch noch geteilt werden. Was das Ruhrgebiet betrifft, führt Morgenthau noch weiteres aus. Zum einen spricht er von einer völligen Deindustrialisierung, die stattfinden soll. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja etwas, was in Punkt 1 schon genannt ist, aber es wird hier nochmal explizit ausgeführt und das Ziel ist es im Grunde, dass in absehbarer Zukunft keine Industrie mehr im Ruhrgebiet entstehen könne. Das heißt, dass die ganzen Minen, die vorzufinden sind, dort auch zerstört werden sollen oder zumindest unbegehbar gemacht werden sollen. Und dann gibt es eigentlich einen sehr interessanten Punkt, den Punkt B. Da heißt es, all people within the area should be made to understand that this area will not again be allowed to become an industrial area. Im Grunde ist das nochmal ein bestärkendes Zitat zu dem, was ich eben schon gesagt habe, nämlich, dass das Ruhrgebiet nicht wieder ein Industriegebiet werden solle. Aber die Formulierung, finde ich, ist doch irgendwie prägnant, denn allen Menschen, die dort also leben, denen soll also klar gemacht werden, denen soll zu verstehen gegeben werden, dass das Ruhrgebiet gar nicht mehr ein Industriegebiet werden dürfe. Danach gibt es auch noch einen spannenden Satz, was die Personen betrifft, die Fähigkeiten und Kenntnisse in den Industrien haben. Aber das könnt ihr ja selbst nachlesen, das will ich jetzt nicht nochmal vorlesen und zitieren. Was den letzten Punkt auf dieser Folie betrifft, die UN-Verwaltung, kann ich so viel sagen, das hatte ich ja eben schon erwähnt, also das Ruhrgebiet und diese gesamte internationale Zone, die sollen von der UN verwaltet werden. Dann stellt sich Morgenthau auch die Frage, was ist eigentlich mit Reparationen? Es ist ja gerade so, dass die Sowjetunion einen großen Wert darauf gelegt hat, dass es zu Reparationen in irgendeiner Form kommen wird. Das war eine der großen Forderungen von Stalin gewesen. Und Morgenthau sagt dazu, dass die Reparationen nicht in Form von Geldbußen getätigt werden sollen, sondern Reparationen von Deutschland auf andere Weise geleistet werden sollen. Zum einen durch territoriale Verluste. Und zum anderen, dass Ressourcen übergeben werden. Das heißt, dass zum Beispiel wertvolle Rohstoffe an die Sowjetunion oder auch an die USA abgegeben werden sollen. Im fünften Punkt handelt Morgenthau das Bildungswesen und die Presse ab. Und da ist zunächst einmal die Rede, dass alle Schulen und alle Universitäten geschlossen werden sollen. Letztendlich soll im Bildungswesen eine Denazifizierung stattfinden. Und erst wenn diese abgeschlossen ist, dann sollen die Schulen und die Universitäten wieder eröffnet werden. Er spricht natürlich davon, dass gerade die Grundschulen schneller eröffnet werden sollen als die Universitäten. Da besteht also der dringendere Bedarf. Aber erst müsse eine vollständige Denazifizierung durchgeführt werden. Interessant ist vielleicht an diesem Punkt nur jener, dass Morgenthau nicht wortwörtlich von einer Denazifizierung spricht. Es ist eher von einer Umstrukturierung von einer Reform die Rede und das ist aber nichts anderes als eine Durchführung der Denazifizierung. Und zum anderen soll die Presse nun kontrolliert werden, sodass also klar ist, was überhaupt ausgestrahlt wird. Auch hier im Grunde eine Denazifizierung der Presse. Als nächstes ist die politische Dezentralisierung ein Thema, das von Morgenthau angesprochen wird und zwar ist es ja so, wir haben ja auf dieser Karte gesehen, es soll ein Norddeutschland und ein Süddeutschland entstehen. Allerdings möchte Morgenthau keinen starken Zentralstaat mehr haben. Bei den Nationalsozialisten war ja im Grunde alles gelenkt von Adolf Hitler, alles wurde aus Berlin gesteuert, alle anderen Gebiete wurden gleichgeschaltet und es gab ja keine föderale Struktur mehr im Dritten Reich und hier will Morgenthau genau das Gegenteil erreichen. Er möchte einen möglichst schwachen Zentralstaat haben und stattdessen will er den Föderalismus und Lokalismus stärken. Im Grunde will Morgenthau dadurch erreichen, dass es kein Machtzentrum mehr in Deutschland gibt, von dem aus eben Stärke ausgeht, sondern die Macht Deutschlands soll im Grunde zersplittert sein auf verschiedene Länder und auf kleinere Gebiete, sodass also keine Gefahr mehr von Deutschland ausgehen solle. Also, das heißt, grundsätzlich soll die Lokalmacht gestärkt werden und wie es hier steht, die Zentralmacht solle geschwächt werden. Was das Militär betrifft, und zwar betrifft das in diesem Fall das US-Militär, und was das Verhältnis vom Militär zu deutscher Wirtschaft betrifft, sagt Morgenthau das Folgende:
dass nämlich das Militär nicht in die deutsche Wirtschaft eingreifen dürfe, außer es handelt sich dabei um das erfolgreiche Durchführen von militärischen Operationen. Nur in diesem Fall, wenn es also um militärische Operationen geht, ist es dem Militär gestattet, in die deutsche Wirtschaft einzugreifen. Dann gibt es ein paar kürzere Punkte. Das eine betrifft die Kontrolle der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands. Und zwar solle für mindestens 20 Jahre nach der Kapitulation die UN die deutsche Wirtschaft kontrollieren. Das betrifft dann zum Beispiel die Kontrolle des Außenhandels Deutschlands bzw. dieser beiden Staaten dann, die entstehen sollen. Und es soll auch kontrolliert werden, dass keine kriegsunterstützenden Industrien entstehen. Also nicht, dass da irgendwie, das ist die Befürchtung von Morgenthau, da irgendwie wieder Industrien entstehen, die auch zu anderen Zwecken genutzt werden können. Also die UN soll in den ersten 20 Jahren nach der Kapitulation kontrollieren, dass auch der Morgenthau-Plan eingehalten wird. Das nächste ist die Bestrafung von Kriegsverbrechen. Da gibt es eigentlich keinen Unterpunkt, den ich hier anführen will. Das ist, glaube ich, sehr selbsterklärend. Und im 10. Punkt ist es so, dass kein Deutscher irgendwelche Insignien tragen dürfe. Und in den ersten 6 Monaten nach der Kapitulation darf auch keiner in Deutschland, also kein Deutscher, eine Uniform tragen. Im 11. Punkt wird das Verbot von militärischen Paraden festgelegt. Und der 12. Punkt, der widmet sich der Luftfahrt. Und da finden wir durchaus interessante Äußerungen. Und zwar sollen zunächst einmal alle Flugzeuge und damit Luftschiffe konfisziert werden. Und der 2. Punkt, der dann von Morgenthau genannt wird, ist, dass kein Deutscher in der Luftfahrt tätig sein dürfe. Das heißt, kein Deutscher kann Pilot sein und kein Deutscher kann dann laut Morgenthau oder solle nach Morgenthau irgendwie in der Luftfahrt tätig sein, selbst wenn er, wie es hier unten heißt, für ein Unternehmen arbeitet, das ausländische Interessen verfolgt. Also kein Deutscher darf irgendwie in die Luftfahrt involviert sein. Der 13. Punkt geht dann der Frage nach, was eigentlich die Rolle der USA dann sein soll nach dem Kriegsende. Und da schreibt er Folgendes: Zunächst einmal verantwortlich für die Umsetzung des Morgenthau-Plans ist im Wesentlichen die UN. Das haben wir ja eben schon gesehen, bei dieser wirtschaftlichen Kontrolle kam das ja auch schon zu Wort. Was die Aufgabe der USA eigentlich ist, zusammen mit dem Vereinigten Königreich und der Sowjetunion, ist, dass die Demilitarisierung durchgeführt wird. Die anderen Punkte, die Artikel 2 bis 12, sollen dann vor allen Dingen von den Nachbarländern Deutschlands übernommen werden. Also diese Kontrollfunktionen auch von der UN sollen dann aber vor allen Dingen durch die Nachbarländer Deutschlands erfolgen, die also Deutschland überwachen sollen. Nach der durchgeführten Demilitarisierung ist es so, dass die USA nur noch das Programm im Grunde von außen überwacht und Morgenthau schreibt auch, dass dann die US-Truppen zügig abgezogen werden sollen aus Deutschland. Also die USA soll nach Morgenthau sich nicht länger als nötig in Deutschland aufhalten. Sie soll halt im Grunde die Umsetzung des Morgenthau-Plans initiieren, die Demilitarisierung durchführen. Aber alles Weitere soll von anderen durchgeführt werden und die USA überwacht das nur noch im Grunde von oben her. Und wie gesagt, diese Durchführung soll durch Nachbarländer erfolgen. Und das betrifft jetzt nicht nur Nachbarländer im strengen Sinne, also wie es heute wäre, Tschechien und Polen und Frankreich, sondern das betraf europäische Nachbarländer, also Frankreich, Polen, klar, Tschechien, aber dann auch Griechenland, Jugoslawien, Norwegen, die Niederlande, Belgien und auch die Sowjetunion werden explizit von Morgenthau genannt, die also für die Durchführung, für im Grunde die Administration des Morgenthau-Plans zuständig sein sollen. Und das sehen wir hier nochmal auf der Folie auch angegeben. Unten seht ihr auch nochmal ein paar Zitate aus diesem 13. Punkt. Zu guter Letzt ist es noch so, dass ein American High Commissioner for Germany die im Grunde Überwachung des Programms übernehmen solle und damit endet dann diese Schrift zum Morgenthau-Plan oder diese Schrift, die dann Morgenthau-Plan genannt wird. Gut, damit haben wir uns einen Überblick über den Inhalt des Morgenthau-Plans verschafft. Und jetzt will ich am Ende dieses Videos noch kurz darauf eingehen, wie dieser Plan eigentlich von Roosevelt aufgenommen worden ist. Hierzu kann man das Folgende sagen, dass Roosevelt nämlich weite Teile des Morgenthau-Plans unterstützenswert fand. Womöglich
ist ein Grund für Roosevelts Unterstützung die persönliche Überzeugung, nämlich dass Deutschland hart bestraft werden müsse für diesen Zweiten Weltkrieg. Ein weiterer Punkt, der immer wieder genannt wird, ist, dass Roosevelt sich nicht mit Stalin überwerfen wollte. So wird das in dieser Deutlichkeit nicht genannt, aber Roosevelt möchte den Forderungen Stalins nicht im Weg stehen in dieser Zeit. 1944 ist man ja noch im Krieg selbst drinne. Der Sieg ist ja an sich noch nicht erreicht und die USA ist demzufolge auch noch in einem Bündnis mit der Sowjetunion und so will Roosevelt Stalin nicht verärgern, der ja darauf drängt, zum Beispiel, dass Reparationen gezahlt werden sollen, beziehungsweise beschlossen werden sollen gegen Deutschland. Und Stalin will ja ein hartes Vorgehen gegen Deutschland realisiert haben. Und womöglich unterstützt Roosevelt auch deshalb weite Teile des Morgenthau-Plans, um Stalin da entgegenzukommen. Diese Unterstützung für also diesen Morgenthau-Plan führt allerdings auch dazu, dass es in der eigenen Regierung knirscht. Cordell Hull, der Außenminister zu dieser Zeit, ist zum Beispiel ganz anderer Meinung, wie mit Deutschland umgegangen werden solle. Und wie dem auch sei, Roosevelt, also wie gesagt, unterstützt zunächst einmal diesen Plan. Und auf der Quebec-Konferenz wirbt er im Grunde in gewisser Weise dafür, beziehungsweise wird etwas beschlossen, das einige Punkte des Morgenthau-Plans aufnimmt. Und zwar fand diese Quebec-Konferenz vom 11. September bis 19. September 1944 statt. Und neben Roosevelt war auch Winston Churchill dort auf dieser Konferenz da. Und Churchill war eigentlich erst einmal dagegen, diesen Morgenthau-Plan in irgendeiner Weise zu realisieren. Allerdings lässt er sich durch den Nachdruck von Roosevelt und seinen Beratern umstimmen und stimmt dann doch den Plänen zu, die Roosevelt da vorlegt. Und diese umfassten im Wesentlichen die Demontage der Rüstungsindustrie Deutschlands und es soll auch verhindert werden, dass Deutschland überhaupt irgendwie wieder aufrüsten könne. Es wird aber auch ein Zitat aus dem Morgenthau-Plan genommen, dass eben letztendlich Deutschland ein Agrarstaat werden solle und das führt jetzt zu heftigen Reaktionen und Protesten. Und zwar ist es zunächst einmal auf britischer Seite der britische Außenminister Anthony Eden, der sich ganz offen gegen Churchill und diesen Beschluss stellt, der ganz andere Vorstellungen von dem Umgang mit Deutschland hat, der eben nicht diese harte Linie haben möchte. Und letztendlich lehnt auch das gesamte britische Kabinett diesen letzten Satz ab. Und aufgrund dieses Drucks weicht dann Churchill auch von diesem Beschluss zurück und stellt sich also gegen das, was auf dieser Quebec-Konferenz beschlossen worden ist. Ich hatte eben schon gesagt, Cordell Hull ist auf US-Seite vor allen Dingen der Gegner von Roosevelt und es gibt da aber noch weitere Gegner von Roosevelt und jetzt passiert Folgendes. 2 Tage nach dem Ende der Quebec-Konferenz wird der Morgenthau-Plan durch undichte Stellen eben der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und nun ist also die Bevölkerung auch ein Punkt in der Frage, wie soll mit Deutschland umgegangen werden, und die US-Bevölkerung spricht sich größtenteils gegen diesen Morgenthau-Plan aus. Und damit wächst auch der Druck auf Roosevelt. Es ist sowieso so, dass die Präsidentschaftswahlen im Grunde bevorstehen und Roosevelt rudert dann im Grunde letztendlich zurück und distanziert sich auch von dem Morgenthau-Plan. Und so kommt es letztendlich nicht dazu, dass irgendwie der Morgenthau-Plan dann noch eine Rolle gespielt hatte in der Frage, wie soll mit Deutschland umgegangen werden. Trotzdem, dadurch, dass auch dieser Morgenthau-Plan öffentlich geworden ist, haben es die Nationalsozialisten noch aufgegriffen oder haben ihn, den Plan, nämlich die Nationalsozialisten, aufgegriffen und haben dann nochmal im Deutschen Reich Propaganda gegen eben die USA und deren Verbündeten gemacht und wollten damit nochmal die deutsche Bevölkerung anstacheln, nochmal weitere Kräfte zu mobilisieren für diesen Krieg. Das also mal zum sogenannten Morgenthau-Plan und damit sind wir am Ende von diesem Video angelangt.